ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das Lamm, dessen Blut zur Versöhnung fließt. Ihm folget nach, der uns erlöst. Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt. Er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. So wie in Ägypten dem Volk Israel, das Gott zum Eigentum für sich erwählt, dem er als Feuersäule selbst den Weg erhält, so erteilt er auch uns Befehl. Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt. Er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. Die Botschaft ist ein ewiges Königreich. Gott macht in seiner Allmacht alle Dinge neu. Die Sünde hat ein Ende, alle werden treu. Hast du schon deine Schuld bereut? Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt. Er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. Zum Wasser eilen wir der Befreiung wegen. Israel wollen wir dem Pharao entfliehen, wo wir trockenen Fußes das Meer durchziehen, wir sehen den Pharao untergehen. Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt, er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. Von dem Ort, an dem er sitzt, Familie, Haus, Äcker, was all dies nützt. Jesus kommt bald, so wie ein Blitz. Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt. Er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. Hundertfältig ziehen wir mit ihm und geben wir um seinetwillen das Leben hin. Was nützt dem Menschen es, wenn er die Welt gewinnt? Er geht doch leer zum Richter hin. Es koste, was es kosten soll, wohl dem, der Gottes Wegen folgt. Er führt uns ins gelobte Land, begrüßt uns mit durchbohrter Hand. Durch Trübsal und Verfolgung drängen wir zum Ziel, denn wer sein Leben in der Welt erhalten will, verliert, was Gott uns doch so freundlich schenken will. Darum lasst uns weise werden. Es koste, was es kosten soll, wohl